wünsche dir viel Glück. Ich werde auch mein Spielchen machen. Ja, auf jeden Fall, mach das, Trommel. Mach das. Vielleicht ist der Automat auch einfach schon müde. Wir sind ja schon lange dabei. Ja, Tizona können wir jetzt nächstes nochmal probieren. Wenn Totem Chief jetzt nichts macht, dann gehen wir Tizona. Die Leiter scheint leider auch tot zu sein. Vielleicht mal den Einsatz wechseln. Ich habe immer das Gefühl, dieses Spiel gibt auf höheren Einsätzen mehr. Ich sag's ja, mit Ansage. Also entweder auf der Leiter springt auf 32 oder 52. Ah, war ja klar. Zack, so läuft das. Da sind die 140. Ich bin einmal bei 84 gestorben, bin ich runtergefallen und dann wieder hochgekämpft. Also vielleicht hat er Bock. Clone Bonus scheint er Bock zu haben. Ich schlage immer das vor, was nichts gibt. Vielleicht soll ich es besser lassen. Ja, vielleicht. Vielleicht hast du ja beim nächsten Stream mehr Glück. Da heute hat der Alex seinen Tag. Alles, was er sagt, gibt. Und da er auch für Clone Bonus ist, kann man hier eigentlich nichts falsch machen. Summit, Tizona hatten wir schon. Da haben wir schon... Wie viele Freispiele hatten wir? 75, 74, irgendwie so. Aber nicht viel gewonnen. So läuft das. Okay. Links oder rechts? Links, rechts, Mitte. Links. Nein, ich will immer die 7, denn auch wenn er die eh nicht gibt, aber ich will die aus Prinzip. Jetzt muss ich mal beobachten, ob er die 7 denn gemacht hätte. Ja, rechts wäre es gewesen mit den 7, denn ich hätte es gerne versucht. Aber er scheint nicht mal die Kirschen zu machen. Das ist doch schon mal was. Das war ja auf Dings-Niveau, Eye of Auris-Niveau. Feature beendet. Also wenn er jetzt nicht schnell wieder Freispiele gibt, weiß ich auch nicht. Wenn nicht, dann muss man ihn bestrafen und ein anderes Spiel nehmen. Na komm. Gewinne sind aber natürlich nicht schlecht. 12,80. Aber die Leiter will nicht. Wobei die Leiter war heute eigentlich echt okay. Also die Freispielspiele waren eher die nicht so wirklich gegönnt haben. Tizona hatten wir schon, da haben wir schon gut gewonnen. Ich glaube, viel besser als das wird das nichts. Also so viele Freispiele kriegen wir nicht nochmal. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Multi 7 White. Ja, das habe ich vom Namen schon mal gehört. Aber ich weiß nicht genau, was das ist. Worum geht es in dem Spiel?
Mal sehen, wann wir diesmal die Mütze kriegen. Gestern hat sie ein bisschen auf sich warten lassen. Magic Mirror ist auf jeden Fall gut. Da hätte ich auch gerne Freispiele gehabt, aber er hat einfach nicht gegeben. Die 7 wird zur Reihe Wild. Ah, okay. Muss ich mir auch mal angucken. Muss ich mir demnächst mal angucken. Vielleicht erstmal alleine zocken, gucken, wie das Spiel so ist und dann im Stream. Ich war mal mit einem Typen spielen, der hat gesagt, Magic Mirror, er war dort Profi in dem Spiel. Er hat einfach auf allen Einsätzen, er hatte so eine ganz komische Taktik, er hat immer nur eine Drehung auf einem Einsatz gemacht. Also sprich 10 Cent, einmal gedreht, dann weiter 20 Cent und so weiter. Der hat ständig auf 1,50, 2 Euro und so damit Freispiele gekriegt. Das war heftig. Sowas habe ich noch nie gesehen vorher. Also der war, wie er selber sagt, Magic Mirror Profi. So viele Joker im Bild, da hätte man die Mütze gebraucht. Mach die Taktik mal bitte. Ich bin leider kein Profi, ich kann die Taktik nicht machen. Ich würde es gerne machen, aber ich bin kein Profi wie er. Na komm. Da hätte er K machen müssen wenigstens. Aber ganz ehrlich, man kann sich nicht beschweren, geht schon. Das geht schon. Klingt nach einer guten Taktik. Ich mach mal kurz die Taktik. Ich versuch's ein bisschen. Mal sehen, ob wir es schaffen. So. So, dann zeige ich euch mal die Taktik des Profis. Keine Leiter, der Profi hat keine Leiter gemacht. Ja, genau, Trommel habe ich schon gesagt, ja, tue ich. Aber war jemand gut aufgepasst und beantwortet das selbstverständlich für mich. Es ist halt teuer, diese Taktik, aber manchmal, wenn man dafür es schafft, wirklich auf 4 Euro oder so die Freispiele zu kriegen, dann ist heftig. Aber 10 Cent würde ich halt auslassen, hat er damals auch immer gemacht, weil selbst wenn du auf 10 Cent die Freispiele kriegst, da gewinnt man ja nichts, das macht gar keinen Sinn. Und manchmal, wenn man Glück hat, kriegt man ja auf den hohen Einsätzen wenigstens mal einen Zwischengewinn. Wenn man da ein paar Mal nur 4 A's oder so hat, ist schon ganz gutes Geld auf 4 Euro. Okay, letzte Runde mit der Taktik. Dann reicht's auch. Dann spielen wir normal. Wie gesagt, ich bin kein Profi, er war Profi und da lief das natürlich immer. Vor allem die 2- und 4-Euro Einsätze sind teuer. Da muss man schon was gewinnen, damit man nicht zu hohe Verluste macht. Okay, bleiben wir mal bei 40 Cent. Leider bin ich kein Profi, wie man sieht. Trommel, da gibt es ganz unterschiedliche Preise. Ich habe einen sehr schlechten gekauft für 1000 Euro, mit dem ich überhaupt nicht zufrieden war. Für den habe ich jetzt 2,5 bezahlt, da sind viele Spiele drauf. My Top Game und so weiter, läuft flüssig. Da muss man gucken, also musst du dir anschauen. Bei eBay Kleinanzeigen verkaufen viele oder sonst, wenn du irgendwo einen Spielhallenbetreiber kennst, frag ihn, ob er die alten verkauft. Da kann man manchmal ein Schnäppchen machen. Für Freispiele wäre man nicht schlecht. Hamburg-Seite kosten die neue von 6.000 bis 15.000. Ja, das ist super teuer. Ich würde auch keinen neuen kaufen, weil da sind auch die neuen Gesetze drauf folglich. Und ich glaube, mittlerweile ist es so, dass du dann sogar als Privatperson trotzdem so diesen TÜV und so einen Kram machen musst. Und dann kommen die zu dir nach Hause. Da habe ich gar keinen Bock drauf, deshalb habe ich mir einen alten Automaten geholt. Ist natürlich schade, dass man dann die neuesten Spiele nicht spielen kann.
Aber ganz ehrlich, bevor man da wieder so langsam rüberbuchen muss und das macht dann keinen Spaß, so zu spielen. Vadim, also ganz ehrlich, dir will ich nicht in der Spielhalle begegnen oder zumindest nicht, wenn du nicht gut drauf bist. Wenn ich mir das so durchlese, das ist krass. Hörst dich einfach an wie Moji. Ich weiß leider nicht, wer das ist, aber dann hat er eine gute Stimme, würde ich sagen. Na komm, na endlich, endlich. Aber jetzt brauchen wir auch Verlängerung. Jetzt brauchen wir Verlängerung. Hoffentlich Kopf. Ich will immer nur Kopf. Ja, Scheiben auch alle. Dame, Kopf. Alle wollen nur den Kopf, aber wir kriegen K. Aber kann ja noch kommen. Wenn er Verlängerung gibt, ist alles drin. Immerhin 4. Guter Start. Guter Start. Na komm, na komm. Ah, man hat es schon gesehen, weil er weggerutscht ist. Ich glaube, dann kann er nicht mehr kommen, wenn er schon weggerutscht ist. K ist auf jeden Fall von den schlechten Symbolen das Beste. Das ist ganz klar. Also K und A sind ja gleich, aber die zwei sind von den schlechten das Beste. Das Schlimmste ist die 10. Die kommt sehr selten und gibt dafür auch sehr wenig zum Glück. Ein Vollbild ist Pflicht eigentlich. Ein Vollbild muss. Oder Verlängerung. Bisher sieht es aber nicht danach aus. Na komm schon, zwei Spiele noch. Es wird Zeit, was zu geben. Mit der letzten Drehung, wenn er da Verlängerung gibt, dann bin ich zufrieden. So, schreibt am besten jetzt schon mal rein, was wir als nächstes spielen. Das kommt ja mal ein bisschen verzögert. Dann kann ich danach zu dem Spiel wechseln. Hier gibt er ja leider keine Verlängerung. 27 Euro ist ganz ehrlich lächerlich. So, was könnte man noch spielen? Was haben wir noch?